So, hallo und herzlich willkommen bei The Science Show. Heute widmen wir uns der Physik und reden mal darüber, woraus das Universum eigentlich besteht. Wir würden uns jetzt wahrscheinlich denken, dass das Universum aus Materie, also Masse, besteht. Wie dieser Stift. Den können wir anfassen. Der besteht aus was? Dann wissen wir auch aus was. Der besteht aus Plastik. Das kann man dann noch chemischer bezeichnen. Und da würden wir doch sagen, das besteht aus was? Daraus besteht das Universum. Unsere ganze Erde besteht ja aus etwas. Aber so ist das nicht im ganzen Universum. Denn diese Materie, die wir anfassen können, ist im Universum nur mit 5% vorhanden. Ein wesentlich größerer Teil mit 27% ist da die dunkle Materie. Das ist jetzt nicht einfach ein Stift in Schwarz, weil er dunkel ist. Das ist wieder was komplett anderes. Was genau das ist, darauf kommen wir dann später nochmal zurück. Aber der größte Teil, woraus das Universum besteht, ist tatsächlich die dunkle Energie. Und das sind 68%, woraus das Universum besteht. Aus dieser Energieform. Und die ist sehr, sehr wesentlich, die dunkle Energie und die dunkle Materie für das Universum, dass es überhaupt so ist, wie es heute ist. Denn ich sage euch eins, ohne diese beiden Faktoren würden wir heute nicht existieren. Kommen wir jetzt mal dazu, was Materie ist. Materie, dieser Stift, das ist die Grundsubstanz aller Dinge. Das sind Atome. Beziehungsweise, wir wissen heutzutage, dass das die Elektronen, die Neutronen und die Protonen sind. Und aus diesen Sachen bestehen wir. Und dann gibt es noch diese Elementarteilchen, diese sogenannten Quarks. Aber das ist wieder ein anderes Thema und das ist ein hochkomplexes Thema in der Physik. Darauf könnten wir mal in einem anderen Video eingehen, wenn ihr wollt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch wirklich für dieses Thema interessiert. Kommen wir jetzt zu der dunklen Materie, also die 27% im Universum. Das ist einfach unsichtbare Masse, die Galaxien und Himmelskörper zusammenhält. Es ist auch in unserem Sonnensystem vorhanden und man muss es sich so vorstellen. In der Mitte von der Galaxie ist sehr viel Masse, weil dort sehr viele Sterne sind und so etwas rotiert. Aber dann ist außen an dieser Galaxie weniger Masse vorhanden. Und deswegen würde es einfach irgendwann in sich zusammenbrechen und einfach weiter expandieren. Und deswegen ist dort viel dunkle Materie vorhanden. Und da, um diese Raumzeitkrümmung in der Mitte, wo so viele Sterne sind, einfach auszubessern, ist diese dunkle Masse, diese dunkle Materie am Ende, also am äußeren Bereich eines Universums bzw. einer Galaxie vorhanden. Und das kann man nicht messen. Das ist einfach so, heutzutage kann man das noch nicht wirklich messen. Es gibt aber komplexe Experimente, wo sich Himmelskörper vor andere Sterne schieben und durch die Krümmung und die Reflexion von Licht kann man dann berechnen, dass da dunkle Materie vorhanden ist. Das ist aber ziemlich komplex und deswegen würden wir darauf, wenn ihr wollt, vielleicht in einem anderen Video mal eingehen. Wie gesagt, schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr was Spezielles sehen wollt. Kommen wir jetzt zur dunklen Energie, also zum größten Teil des Universums. Dunkle Energie kann man zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht so wirklich ganz auf keinen Fall sehen. Man kann es aber auch nicht fühlen, man kann es aber messen. Quasi, man kann es durch Experimente nachweisen. Und die dunkle Energie, die ist für die Expansion, also für die Ausdehnung von dem Universum verantwortlich. Das große Problem bei der dunklen Energie ist halt, dass man sie nicht nachweisen kann. Man kann jetzt nicht mal ins All schauen und sieht da dunkle Energie schweben. Weil das ist nicht so. Man kann es nicht sehen, man kann es nicht nachweisen, man kann es nicht messen. Und das ist auch die Sache, wo das mit der Relativitätstheorie von Einstein in Konflikt kommt. Denn er sagt, Masse hat Gravitation. Aber diese dunkle Energie, die hat eine Masse, aber keine Gravitation. Und das ist das große Problem, was man eben, wo das noch so ein bisschen im Konflikt steht mit der Physik. Und die haben da noch was anderes und das ist noch relativ unerforscht oder man kommt nicht wirklich weiter, was das angeht. Und die Theorie von Albert Einstein ist eben schon rund 80 Jahre alt, also schon etwas älter. Und deswegen
muss man da nach irgendwas Neuem schauen und das Ganze nochmal deutlich erforschen. Und das soll es jetzt heute gewesen sein mit dem Video. Dann sage ich euch, Kaffee, Solo con Giotto, und wir sehen uns beim nächsten Mal.